Sie sind für den Film Ein Atem für den Deutschen Filmpreis nominiert. Einen Preis haben Sie bereits bekommen für den Film Westen. Ist die Aufregung jetzt anders oder weniger vielleicht auch? Okay, die Aufregung ist ein bisschen anders. Ich bin jetzt ein bisschen entspannter, obwohl ich mich genauso freue. Aber ich denke, ich habe jetzt eine zu Hause, das ist okay. Deswegen es wäre ganz großartig, wenn ich noch eine bekomme. Aber irgendwie bin ich entspannter, weil ich mir, glaube ich, nach der letzten Erfahrung vor 2 Jahren, ich war so wahnsinnig aufgeregt, dass ich mir diesmal einfach gesagt habe, ich versuche jetzt einfach alles zu genießen und mich einfach nur zu freuen. Weil die Nominierung. Das ist so toll, dass die Arbeit gesehen wurde und dass Schauspieler in dem Falle, die erste Abstimmungsrunde waren ja nur Schauspieler, dass Schauspieler mich nominiert haben, das finde ich einfach großartig. Ganz toll. Eine Zeitung schrieb, das Fazit des Films wäre, dass Geld allein nicht glücklich macht. Würden Sie das so unterschreiben? Ja, kann ich unterschreiben, aber Geld zu haben macht auch schon glücklich. Wenn man nämlich keins hat, das ist auch nicht besonders schön. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das da das Fazit des Films ist. Da geht es auch noch um viel mehr. Also. Sie spielen eine Frau, die versucht, Familie, Kind und Karriere unter einen Hut zu bringen. Wie schwierig war es, sich in die Rolle einzufühlen? Sie selber sind ja auch Mutter und versuchen, den Job gut zu machen. Konnten Sie aus eigenen Erfahrungen schöpfen? Also was die Themen betrifft, auf jeden Fall, weil ich das auch kenne, den Spagat zwischen Beruf, Mutter sein, Ehefrau sein, auch noch irgendwie ein eigenständiger Mensch zu sein mit dem, was man so braucht und wo man auch die Kraft wieder auftanken kann für sich, das auf jeden Fall. Aber sozusagen die, so wie die Figur angelegt war, schon sehr kontrolliert, das hat mit mir persönlich jetzt erstmal überhaupt nichts zu tun, aber ich finde das halt ein ganz wichtiges Thema, worüber auch mehr gesprochen werden sollte, weil es, glaube ich, einfach so vielen Frauen, denke ich mal, auch gerade so geht. Und ich glaube, dadurch, wenn man dieses Thema transparenter macht, fühlt man sich erstmal auch gar nicht mehr so alleine, indem man das kommuniziert miteinander und sich einfach auch mehr Hilfe holt. Im Film verschwindet das Kind spurlos und gleichzeitig das Kindermädchen. Haben Sie sich auch mal überlegt, wie Sie in so einer Situation reagieren würden? Ich glaube, das kennt jeder, der Kinder hat, dass man sich zwangsläufig schreckliche Dinge vorstellt und dass einfach den Verlust des Kindes oder der Kinder ist das Schrecklichste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und man versucht ja seine Kinder ständig davor zu bewahren. Das fängt ja bei jeder Straßenkreuzung an. Daher kenne ich solche Gedanken natürlich. Im Mittelpunkt des Films stehen zwei Frauen, die Griechin Elena, die wegen ihrer Perspektivlosigkeit nach Deutschland geht und bei Tessa als Kindermädchen arbeitet. Tessa hat alles, was Elena sich wünscht. Mann, Karriere, Kind. Dann verliert sie die kleine Lotte aus dem Auge. In Panik flüchtet sie nach Hause nach Griechenland. Wie wichtig war es, diesen Film dort in Griechenland auch anzusiedeln? Hätte es auch in Deutschland genauso funktioniert? Nee, ich meine, in dem Film geht es ja, also es werden einfach mehrere Themen behandelt in dem Film. Natürlich geht es auch darum, eine politische Ebene zu erzählen, gerade mit Griechenland, ja. Weil so viele junge Leute ja gerne nach Europa kommen und dort ihr Glück versuchen. Also, und die Elena, die aus Griechenland sozusagen als Babysitter bei der Tessa anfängt, die hat ja auch studiert, ne? Und bekommt halt einfach keine Arbeit zu Hause, kommt nach Deutschland und erhofft sich da einfach ein eigenständiges Leben aufbauen zu können. Und ja, und deswegen ist es total wichtig gewesen, dass wir auch vor Ort das Griechenland zeigen, so wie es heute ist, dass man eben beides sieht, ne? Beide Welten auch sieht. Wie lief die Zusammenarbeit mit den griechischen Kollegen? Super, es war ganz toll. Vor allen Dingen, was halt der Unterschied war, war einfach. Na, man muss halt sagen, also
Also allein den Unterschied zu zeigen, wie man zum Beispiel zusammen Mittag isst, ja. Die Griechen, da gab es jedes Mal Musik und irgendwie, es war laut und es wurde, weiß ich nicht, es war einfach immer so eine heitere Stimmung. Es war unheimlich schön, unheimlich schön. Haben Sie auch von dem Alltag der Griechen, von den Problemen dort was mitbekommen? Ja, das sieht man dort an jeder Straßenecke. Ja. Können Sie uns schon etwas verraten, wie es bei Ihnen weitergeht? Gibt es Projekte, über die Sie schon sprechen können? Ja, ich habe jetzt gerade, wir haben ja gerade einen Film abgedreht, Terror von Ferdinand von Schirach mit Lars Kraume zusammen, der auch, wo auch viel drüber gesprochen wurde, gerade in den Medien, der kommt im Herbst ins Fernsehen. Dann habe ich endlich mal einen Kinderfilm gemacht, wo ich hoffe, dass vielleicht in Zukunft noch ein bisschen mehr kommt. Robby Tobby und das Flievertüt. Es wird auch diesen Winter ins Kino kommen. Und ja, noch einiges fürs Fernsehen noch gemacht. Das kommt auch alles noch dieses Jahr. Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Preisverleihung. Dankeschön.